Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich dadurch. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus. Was? Ach so, der Glockenmörder. In der Kirche versteckt. Er würde nicht hereinkommen, oder? Tja, du wusstest, was ist das da hinten? Das ist so ein Dämonentor. Da ist ein Vogel. Wie kann denn ein Dämonentor hier in der Kirche sein? Ist doch alles gesegnet hier. Hallo? Alter Schwede. Krass. Wieso gibt es hier ein Tor in die Dämonenwelt in der Kirche? Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Der schönste Tag meines Lebens. Wir wussten von Anfang an, dass wir für früher oder später hier landen würden. Ja. Die Schrift ist ein bisschen schwierig für mich zu lesen. Schnell zu lesen. Der saugt da rum. Und da ist direkt so ein Dämonending. Ja, da musst du gut saugen. Ist besonders dreckig. An der Stelle. Gut. Da können wir schon mal nicht vorbei. Wunderbar. Da können wir nicht durch. Warum auch immer. Stopp. Schon wieder eine Säge. Was? Todesfeen-Glockenturm. Hey, wie komme ich denn da vorbei? Hey. Sind ja überall so Dämonendinger. Komme ich denn da vorbei? Hallo? Leute. Warum kann ich hier nicht durch? Und warum kann ich... Hä? Was ist das für eine Logik? Überall kann ich durch die Wand, aber... Ja klar, weil ich hier dann vorbei muss oder was. Wow, toll. Super gemacht. Aber wie komme ich zum Dachboden? Verdammt. Was hier drüben abgeht. Ach so, ja. Schnappen die mich wieder, die Schweine. Okay. Jetzt irgendwelche Hinweise. Moment, stopp. Ja, super Informationen, weiß ich schon, aber egal. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Hier, guck mal. Ha. Was haben wir denn hier Schönes? Noch eine Säge. Ja, super. Dämonen, überall Dämonen. Cool. Eine Orgel. Leider können wir kein Musical spielen hier. Kann ich das entfernen wieder? Hallo? Hallo? Ah, warte, Moment. So. Hui. Ha. Gut, ne? Was ist das? Unweit dieser Stelle verlor die Gemeinde 1901 das ursprüngliche Pfarrhaus St. Benedikts an die Flammen. Ah, deswegen diese Überreste. Wieso? Was ist denn hier überall zu? Ja, aber runterfallen kann ich, oder was? Verdammt. Verdammt, verdammt. Exit. Stopp. Diese Orgel, 1919 nachgebaut, ist den Seelen gewidmet, die die Gemeinde im Weltkrieg verloren hat. Okay. Oh, Hilfe. Nein. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich auch hier durch mit dieser Technik. Moment. So. Tada. Hallo, Geister. Ich sagte ihm, er solle mich nochmal fragen. Ich hatte Glück, dass er mich nicht verließ, nachdem er keine Antwort auf seinen ersten Antrag bekommen hatte. Okay. Er muss mich wirklich... Also sind anscheinend diese Fetzen, die man findet, haben immer was mit dem Ort zu tun, wo ich die finde anscheinend. Okay. Er muss mich wirklich lieben. Oh. Er grinste und kniete sich mitten auf der Straße in eine dreckige Pfütze. Es war ihm egal, denn er wusste, was es bedeutete. Ja, richtig so, hallo. Ich hatte die Entscheidung schon getroffen. Endlich. Er nahm meine Hand und sagte, willst du? Und ich sagte, ja. Ich
ließ ihn nicht mal bis mich heiraten. Komm, wir wussten es einfach und lachten. Das war ein sehr gutes Zeichen. Ja. Jetzt sind wir beide tot. Toll. Ich habe noch keinen Plan, wie ich auf den Dachboden komme, sonst wenn ich ehrlich bin. Hui. Wahrscheinlich doch da hinten lang irgendwo, aber da sind ja diese Dämonendinger. Wie komme ich an denen vorbei? Bitteschön. Ah! Leute! Ja. Mhm. Ach, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Wow. Cool. Ist sie? Also. Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche? Danke, lieber Konsolenport. Oder beziehungsweise, die Leute, die das verbockt haben beim Portieren. Die Speicherpunkte sind echt der Knüller. Sie wohnt auf dem Dach. Ich hasse es einfach nur. Ich hasse diese Kontrollspeicherpunkte von der Konsole. Es ist einfach. Freies Speichern ist doch Standard mittlerweile. Leck mich am Arsch. Ja, muss ich das jetzt alles nochmal angucken oder was? Nö. Jetzt gibt's auf einmal keinen Hinweis mehr. Ach, wisst ihr was? Leck mich am Arsch. Wie ist es heute Nacht so kalt? Müsste doch irgendwie aus dem rauskommen können, wenn er auf der Seite läuft, oder? Geht das? Ah! Ha. Sehr gut. Der Dachboden muss dort oben sein. Miau. Ein Kätzchen, oh. Ich mag Katzen sehr. Selbst ja welche. So, da sind Zeichen auf dem Boden, also müssen wir da wieder lang gehen. Hallo. Gucken, was sie so denken. Er ist klasse, aber sie hat mit seiner Mutter recht. Ah, ist ja nett. Mein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Mit solch lauten Leuten aufgehört. Okay, ist wieder eine Säge. Da ist ein Hinweis. Vielleicht das Mädchen. Ja, sehr gut. Nach oben? Fragezeichen. Ja. Oh. Oh. Was? Benutze? Halte LT, um zu rennen, während du von der Katze Besitzer kriegst, wenn du das Training vorspringst. Krass. Wie cool ist das denn? Ich kann eine Katze spielen. Guck mal. Oh. Cool. Raus, Katze, raus hier. Hey, jetzt weiß ich endlich mal, wie sich eine Katze fühlt. Okay, warte, ich bin kein Geist mehr. Kann ich auch springen? Da stand irgendwas mit Vorsprung, da muss ich einfach hochlaufen wahrscheinlich. Wie komme ich denn hier raus? Ah. Sie hat mich voll an meine Katze. Die hat genau denselben Miauton gehabt. Hey! Nein! So, komm, runter. Wie komme ich denn jetzt? Wie die mal schön miaut auch beim Hochspringen. Das machen die ja wirklich, ey. Voll cool gemacht. Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre war. Schlaf einfach mal da durch. Was? Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz? Vielleicht auf dem Anfangsformular stand nur Dämonen! Sehen Sie sich das an. Sehen ich bin eine Katze. Das nennen Sie puritanisch. Könnt mich nicht fassen. Glauben Sie, es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land gingen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so Nein, sie haben offensichtlich gar nicht okay. Nachgedacht. Hier ist anscheinend nichts. So, Moment mal.
Mannes, sondern meine, geht bis auf die Pilger zurück. Wir haben uns im 17. Jahrhundert hier niedergelassen. So, blöder Dämon. Ich glaube, ich habe gerade die einzig wahre Hexe Salems gefunden. Die sind alle so nett zueinander hier. Keinen Respekt vor der Geschichte. Okay. Wir müssen weiter. Ah ja, da geht's hoch. Natürlich versperrt uns wieder so ein Dämon. Tor den Weg. Hallo? Ah. Komm, gib mir die Säge. Komm ich denn da vorbei, verdammt? Das nervt mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. So, was haben wir denn hier? Poltergeist? Hä? Okay. Können wir die Leute erschrecken oder was? Hier waren wir schon. Ich muss irgendwie an diesem Dämonending da vorbeikommen. Ah! Warte mal. Das Problem ist, die ganzen Türen hier sind zu, sonst könnte ich die Tür aufmachen. Die Katze könnte dann hier vorbeilaufen. Boah. Aber wie soll ich die Leute dazu bringen, dass sie die Tür aufmachen? Schwierig, schwierig. Oh, die hat sich hingelegt und schläft. War so anstrengend, mit mir da rumzulaufen. Waterback an der Salem. Und in der. Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Ich höre nicht zu. In meiner Küche wird es nicht passiert. Jo. Hier gibt es aber auch nichts, was ich benutzen kann, ne? Irgendwie. Da oben. Da oben, Leute, da oben. Ich hab Weg gefunden. Echt jetzt? Alter Schwede, ey. Da will ich die Kombination drücken. Weißt du was, ey? Es regt mich langsam echt auf. Und dann diese Speicherpunkte, die sind sowas von bescheuert einfach nur. So, Katze, wo bist du? Katze. Weißt du, einmal muss ich nach unten drücken und A dabei drücken. Dann ist es auf einmal Y, ey, kannst du echt mal entscheiden. Ja, ist mir jetzt egal, die Widmung. Geht mal am Arsch vorbei. Dämon ganz vergessen. Zum Verarschen? Boah, echt jetzt. Gut. Jetzt kann ich die Kritik von GameStar verstehen, warum die diese Dämonenpassagen so bescheuert finden. Das war ein extrem großer Minuspunkt bei dem Spiel. Jetzt weiß ich warum. Ja. Es nervt. Und es macht auch kein bisschen Spaß. Komm, enthüllen. Komm schon. Ja, nach oben hin. Ah, da ist die Katze wieder. So, Kätzchen. Raus, Katze, raus hier. Die Klappe. Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine... So, da lang. Ich möchte hier nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz? Tut mir leid, auf dem Antragsformular stand nur puritanisches Thema, nichts genaueres. Dieser scheiß Dämon, ne? Sehen Sie sich das an, sehen Sie doch, das nennen Sie puritanisch, da ist Plastik drin. So, da wollte ich hin. Okay, da noch. Cool, mal alles aus einer Katzenperspektive zu sehen. Ich weiß nicht, Angie, Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Naja, genau. Seine Mutter scheint eine Familie zu sein. Hier kann man nämlich hoch. Das habe ich direkt am Anfang schon gesehen. Das ist ja voll auffällig auch gemacht. Oh, wie toll. Die Abenteuer einer Katze. Was? Geil ist das denn? Hui. Yeah.